Hey, dann lass uns zur Karre zurück. Okay. Ich bin ja voll Ah, unterstellt. fast wäre der Navy SEAL gerade draufgegangen. Ich habe kurz davor, ihn abzuknallen, weil er gerade hinter mir hergeschlichen ist. Boah, ein Hinterlistiger. Wo haben wir denn jetzt unsere Karre geparkt? Hinter der Kirche. Ja, stimmt, hinter der Kirche, hinter dem Berg da. Stimmt, ja. Aber das ist Night Vision, das macht alles so viel schöner. Dass hier zwei schwer bewaffnete Leute mit einem Mega-Visier abgesetzt werden, aber kein Night Vision kriegen, da war wohl das Budget ein wenig kurz. Naja, investigiert mal da, aber die 250 Euro pro billiges Night Vision kriegt ihr nicht. Okay, vielleicht 2500 Euro, aber. Du bist schon wieder hart außer Puste. Naja, meiner auch. Aber wir laufen jetzt dahin. Jemand ist gelaufen. Boah, das Auto ist echt hell, muss ich sagen. Ich habe Beine. Weil dann wissen wir nicht mehr, wo er ist. Das stimmt. Was denn für die Scheinwerfer-Dinger im Night Vision bei dir auch so stationär aus? Na, ich hab's schon ausgemacht. So mit Möchtegelpartikeln drin. Warte, ich guck mal eben. Ach so, das meinst du ja. So, den habe ich jetzt gesagt, dass er einsteigt. Alter, ist das hell. Navy SEAL steigt auch ein. Ich hoffe hier. Aber Sitzt er das Licht schon? aus. Ja, Ja, das ist drin. gut. Ach, zwei die Richtung, ne? Fueltechnisch sieht die Karre auch nicht mehr so blendend aus. Hey, besonders toll ist sie nicht, ey. Nichts. Plötzlich sagt sich das Spiel, hey, du sitzt in einem vierrädrigen Gerät. Ich fange jetzt mal an, mit 4 FPS dich zu nerven. Sei froh, dass es nicht so ist wie bei Altes Life. Dass du irgendwie völlig durch die Gegend schwebst und tausendmal woanders bist, im Meer. So, ich glaube, oder ich muss mal das hier umsetzen. Wo werden wir denn? Wir werden mal hier uns absetzen, weil das ist direkt an dem Northwest Airfield. Da wird ein bisschen was los sein. Wo meinst du das jetzt, Na, Sergeant Sergeant Slaughter. Slaughter? Genau, Sergeant Slaughter müssen wir noch wegslaughtern. Sergeant Samuel Slaughter. Genau. Vorsicht, Nein! Stein! Okay, hier steigen wir Kaputt! also aus. Ich verstehe. Aussteigen. Neu sammeln. Weg vom Wagen! Weg vom Wagen! Alle weg! Weg vom Tisch! Was? Wie viele Kilometer müssen wir jetzt laufen wegen dem Stein? Ein sanftes Jogging hier. Mit der Ausdauer Ach, von meinem Typen. jetzt ist mein Headset auch noch alle. Jetzt macht das hier lustige Geräusche in der Aufnahme. Wo ist denn jetzt mein Headset-Kabel-Blubbel-Ding hier? Da. Meine Fresse, Was war kannst du mal das? deinen Jumbo-Jet da ausmachen? So, ja, der Kühler, der kühlt alles schön. Ja, ab und zu auf 5000 Touren oder was? Was macht Naja, der da? das ist halt ein Riesending. Kannst auch vorne an Flugzeug dran binden. Jetzt fängt es auch noch an zu gießen. Na, ist ja großartig. Perfektes Wetter. Oh ja, es regnet. You soaking Oh Gott, ja. I'm cold. I'm freezing. I'm dead. Willkommen im 0.49 Update von Daisy. Ich weiß gar nicht, bei der Mod oder so gab es auch mal, dass wenn du auf Schnee gelegen hast, du dann gestorben bist. Es gab eine Temperatur in der Mod, ja. Ja.
hat er mich mal, ich war mal, habe mich mal AFK in Kamenka auf den Boden gelegt. Dann hat es angefangen zu gießen und danach war ich krank. Ja gut, wir haben mal gesnipert von so einem Schneehügel und irgendwann ist einer gestorben, weil er erfroren ist. Immer hat man sich vorher gefragt, wozu braucht man diese verkorksten Heatpacks? Ja, genau. Immer so, ach scheiße, schon wieder ein Heatpack, das braucht doch kein Mensch. Echt mal, es ist nur Platz im Inventar weg. Ja. Oh, du weißt, was letztes Mal passiert ist, wo wir uns leger unterhalten haben? Wir haben nicht den Perimeter gescannt und dann sind Du wir. bist gestorben. Ich möchte das mal Ja. anmerken. Ich bin Du bist heldenhaft. danach abgetippt Ja, worden. aber heldenhaft, weil ich deine Leiche retten wollte. Du rennst doch einfach weiter. Häschen, Häschen voraus. Da hinten, ne? Dann laufen wir weiter. Wo ist denn hier Kollege Schnürschuh? Da hinten. Sieht alles clean aus. Alter, der Düsenjet geht gerade wieder aus. Ich frage mich auch, warum der ab und zu mal so richtig schnell wird und dann wieder ganz normal. Ich meine, die CPU müsste doch immer ungefähr gleich heiß sein. Ja, jetzt ist sie ja fett unter Last. Dann wird sie jetzt auf 60 Grad heiß, dann fängt das Ding an, 60 Grad, das ist mir zu heiß. Da fange ich mal mit vollen Umdrehungsanzahl zu kühlen. Bis er auf 59 Grad. Ja, genau, bis er auf 59 Grad ist. Ja, dann wird sie wieder auf 60. Oh, mein Typi passt gleich aus. Ich muss mich mal eben kurz hinsetzen. Okay. Pause. Aber dass du das so gut hören kannst in der Aufnahme, hört man's eher nicht. Ach echt? Sei denn, du Wie hast ein das He denn? Es sei denn, du hörst Aber es mit. wahrscheinlich verschmelzt sich das wieder mit den Hintergrundgeräuschen im Spiel oder so. Einmal das und zweitens habe ich auch ein bisschen Rauschunterdrückung drin. Ach so. Von der Aufnahme selber, vom Aufnahmegerät nicht, aber von der Aufnahme selber. Das hilft Okay. schon ein bisschen. Wo Aber es ist gibt dein ja immer Kollege? Ah, Leute, da die ein oben. super geiles Headset haben und irgendwie alles hören. Hör alles. Keine Regenwürmer furzen hören. Lauf du mal vor, ich habe mir gar keinen Marker gesetzt, nicht, dass ich gleich in die falsche Richtung latsch. 600 Meter. Ich guck nochmal eben den Perimeter ab. Waffe eben einmal raus. Scroll, scroll, scroll. Wait, 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 wait. Oh krass, da ist sogar ein Türmchen. Ein Jagdstand. Ach so, ein Ja, so ein Jagdstand. Deerstand. Da auf, ja doch. Auf Okay. 550 Meter, da sind wir am Rande des Airfields und da müssen wir erstmal ein bisschen Aufklärung betreiben mit unseren coolen Ferngläsern, die wir dabei haben. Yep. Oder mit den coolen Imbervisieren, die Ja, wir mit dem dabei haben. Imba-Visier natürlich. Das hat ja, was hat da das für eine Vergrößerungsding hier? Warte mal. 1 zu 5, nee, 5 zu Ja, 5 25. zu 25. Also, dann 35 verschiedene Ansichten, dann noch so ein Es Feindmarkierungs-Overlay. war ein Kumpel von mir, der hat mal eine ganze Zeit Hilfsausbilder bei der Bundeswehr gemacht. Und der war Feindtrupp bei so einer Grundausbildung und ist mit einem Nachtsichtvisier losgestiefelt. Alles Und sauber. er sagt, das war sowas von Imba. Er ist einfach so an den Leuten vorbeigelaufen, die haben ihn alle nicht gesehen. Er hat alles gesehen wie taghell. Die hatten überhaupt keine Chance. Ich sehe schon den Zaun vom Airfield, ne? Ah ja, da will ich ja hin ungefähr. Aber alles super clear. Ja, ich habe auch gerade geguckt. Ich habe jetzt keine Patrouillen im Wald entdeckt oder so. Wahrscheinlich hängt der Sergeant Slaughter mit seinen Leuten gerade irgendwie ab. Wartet mal zu Fährt mit drei, Hubschraubern. vier krassen Jeeps mit MG hinten drauf. Die ganze Zeit auf dem Klar. Airfield in der Runde. Dann noch ein BTR und dann so, ne? Und dann kommt noch ein Helikopter angeflogen. Den müssen wir dann mit C4 bewerfen, damit er stirbt. Meine Fresse. Hast du unserem Jesse James eigentlich wieder eingestellt, dass er schießt? Ich sag dem schon, wenn er schießen soll. Gut. Zurzeit darf er nicht schießen, weil sonst verrät er unsere Position. Da habe ich wenig Bock drauf. Was, keine Häschen abschießen?
Macht er, glaube ich, nicht. So, komm, jetzt gehen wir erstmal fett die Zelte looten und danach die Hangars, ne? Delta 4 an Basis, Delta 4 an Basis. Wir erreichen das Airfield. Copy. Basis out. Nein, das heißt Basis an Delta 4. Roger, haben verstanden. Over and out. Oh, vielleicht sollten wir jetzt nochmal gucken hier. Ja, eine... Safety first. Große Anzahl. Lass schon mal die Waffe raus. Sowieso gleich nochmal ausruhen hier. Lass dich wieder vorlaufen. Ich würde sagen, du gehst links durch den Durchbruch, ich gehe rechts durch den Durchbruch. Ich warte hier erstmal und chille. Der Typ ist gerade am Krepel. Also ja, dann gehe ich mal durch die Tanne hier und guck schon mal rechts und links die Mauer ab. Tactical Reload bei allen Waffen? Ey, ich hab gesagt Tactical Reload, du sollst nicht ein leeres Magazin erreichen. Boah, mir wird schlecht, Alter, so wie der am Hecheln ist. Hier in dem Sohnenmagazin. Okay. Ja. Viel besser. Gut. Bis jetzt ist alles okay. Ich sneak immer voran. Matt Paradox LP. Team 1 an Team 2, bitte kommen. Team 2, kommen. Team 1, Matt Paradox LP. Team 2, auf mit der Schleichwerbung. Ihr habt Sicht auf die, aufs Airfield, Feuer auf jeden Fall auf dem Airfield. Oh, kann der mal aufhören, so rumzuwackeln. Hab Sicht auf einen Feind auf dem Airfield. Okay, verstanden. Ich hab außen gecheckt, außen ist soweit nichts zu sehen. Team 1 an Team 2, habe Sicht auf einen bewaffneten Geländewagen, schweres MG, besetzt. Ah, das klingt ja super. Und der Bot schafft es irgendwie gerade nicht, innerhalb des Perimeters zu bleiben. Bleib doch mal hier. Bewaffneter Geländewagen auf dem Weg in deine Richtung, aber auf der Straße. Also noch ein Stück weit weg. Komm mal zu dir. Habe Sicht auf drei bewaffnete Milizen. Ich stehe hinter dir. Habe Sicht auf dich. Ach, die drei, ja, okay. Da ist der Geländewagen. Da ist der Geländewagen. Ich versuche den gleich mal rauszuschießen, wa? Wenn der hier vorbeifährt. Rechts ist der. Hinter dem Busch jetzt kommt er gerade. Ah, komm schon. Komm schon, wenn der weg wäre, hätten wir schon mal viel erledigt. Ich sehe den gar nicht. Ich weiß nicht, wie 640 Meter voraus. Ach du Scheiße, 640. Ach, da hinten. Willst du den Treffen fahren? Das ist, nee, keine Chance. Keine Chance. Okay, ich würde sagen, wir schlagen uns hier durch den Wald erstmal durch. Ich markiere mal kurz auf Tackle Sergeant Slaughter, wo der sich genau befindet. Ah, vermutlich in den Hangar. Wo bist du denn schon wieder hin? Ah, da. Links von dir. Rechts von dir. Gut. Vermutlich in den Hangars, beziehungsweise da, wo das der eine Knast ist. Mhm. Den man gar nicht, den man, glaube ich, jetzt nicht betreten kann, weil das nicht. Check nochmal die Umgebung. Weil sie so weit. Pass auf, vor dir, voraus sind schon Einheiten und der Jeep steht auch relativ nah bei uns. 320 Meter, 330 Meter. Der Jeep. Okay. Links von dir. Bisschen links. Du von ducken? Kannst du dich nicht ducken? Duck dich doch mal. Ah, scheiße. Auf 160 Grad von deiner Position aus sind drei bewaffnete Einheiten 300 Meter von dir entfernt und der Jeep. Okay, da ist bei mir total viel Wald, ich kann gar nicht mehr sehen.
220 Grad von meiner Ich Position munkel einen aus Flüssiger eine viel drauf bewaffnete gemacht mit einem Position. Posten oben drauf. Okay. Circa. Oh Gott, der Entfernungsmesser klappt hier gerade. 400 Meter entfernt. 220 Grad von meiner Position aus eine bewaffnete Person am Airfield Straßenrand. Kannst du die unauffällig ausschalten? Na, ich versuch's. Oh, ich hab Sicht auf den Jeep gerade. Schüsse. Das bin ich. Ich schieß auf den Jeep-Typen. Jeep-Typ down. Wir haben Geschütz. Fahrer Die sowie völlig da Position gewesen. der einen bewaffneten Einheit hat sich in deine Richtung verlagert. Hab keinen Sichtkontakt. Ich sehe den zweiten Schreierpatrouille. Die sehe ich auch. Und den einen Mann da am Posten. Ich denke mal, da ist unser Ziel drin. Hab Sichtkontakt auf die bewaffnete Eskorte, eröffne das Feuer. Stopp, 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 stopp. Ready. Ich habe da gerade ein dickes Geschütz auf dem Airfield gesehen. So, Flak oder sowas ähnliches. Okay, bewaffnete Eskorte kommt trotzdem in deine Richtung. Soll ich ausschalten? Versuch's, wenn du sicher bist, dann versuch's. Ich sehe sie überhaupt nicht. Zwei Tangos down, eines steht noch. Jeep ist weitergefahren, fährt wieder rum. Ein Tango kommt auf deine Position zu. Du hast gerade Doppel Shift gedrückt, jetzt bist du im Group Channel, mach das mal weg. Okay, habe ich. Zwei Tangos down, ein Tango kommt auf deine Position zu. Einer rennt gerade mitten aufs Airfield drauf. Ja, das ist der. Zwei sind das. Du bist schon wieder im Group Channel. Ready. Ja, ich sehe beide, die sind gerade hinter Maus verschwunden. Hab noch auf Sicht auf eine Person. Wir sollten warten, bis der Jeep vorbeigefahren ist, bevor wir uns hier bewegen. Ah, hab Sicht auf beide. Ah, nee, das ist eine neue Dreierpatrouille. Die ist da hinten an dem Lager, was ich dir vorhin erzählt habe. Jeep kommt auf meine Position zu. 300 Meter entfernt. Sind vier Leute. Beziehungsweise der eine ist der, der hier noch flüchtet. Schüsse. Auf mich, glaube ich. Ich glaube, wir wurden entdeckt, wir sollten uns verlagern. Glaube ich. Schüsse auf meine Position, ich ziehe mich zurück. Zurück zum Airfield-Rand und weiter im Landesinneren vorstoßen. Verstanden.
Ich bin an der Mauer angekommen. Ja, der blöde Bot rennt dann zu dir, warum auch immer. Hat doch mal schön die Taschenlampe an, damit wir uns alle sehen können. Ich hab Sicht auf dich. Steh weiter. Okay, soll ich auf dich aufschließen? Ja, wir gehen hier weiter ins Landesinnere, also so gesehen das Airfield runter. Versuchen dann da nochmal reinzugehen. Mit dem anderen Winkel. Hast du den Bot mit Absicht auf mich losgehetzt? Eigentlich habe ich gesagt, dass er hier vorrücken soll, und zwar neben mich, aber er ist irgendwie zu blöd. Scheint doch unendlich Ausdauer zu haben, der Kerl. Der muss sich hier nie ausruhen. Ach Gott, jetzt kommt der Düsenjet wieder. Sag nichts gegen meinen Föhn. Ach, Föhn ist es jetzt schon. Boah, Junge, mach mal das Licht aus. Blöder Kackbot. Warte mal, ich scanne eben die Position hier. Dieser blöde Bot, jetzt macht der mir das Licht an. Schick den gleich mitten aufs Airfield, dann soll der mal die drei Leute ausschalten. Wenn er so weitermacht. Ja, zwei habe ich schon ausgeschaltet, das war kein Problem. Die Jungs kannst du überall treffen, die brauchst du keine Kopfschüsse geben. Okay. Ja, der Gunner hat ein bisschen mehr ausgehalten vorhin. Hast du einfach nicht getroffen? Nö, nur irgendwie 6 Hits oder so. Ah, Body Shots. Schuss? Auf was schießen die? Negativ, hab nicht geschossen. Du bist außerhalb von der Reichweite, falls du was gesagt hast. Ich hab nichts gesagt, ich hab nur wieder über den Bot aufgeregt. Wie immer. Okay, muss mal eben kurz hier eine Pause machen, der ist ganz außer Atem. Okay, aber hier nicht in der Lücke. Bin gleich wieder da.
Kannst du mich noch hören? Ja. Okay, hatte gerade das Kabel rausgezogen von meinem Mikrofon. Oh, Junge, ich schieß dir gleich die Lampe, wenn du so weiter leuchtest. Kannst du ihm nicht sagen, dass er die ausmachen soll? Nein, ich habe echt nur begrenzte Sachen. Ich kann ihm Stopp sagen, ich kann sagen, dass er nicht feuern soll. Ich kann ihm sagen, wohin er vorrücken soll. Aber mehr auch nicht. Wir werden hier mal reingehen. Alles klar. Gruselige Kackgeräusch. Ich sehe einen. Der steht auf dem Tower drauf oder so. Sieht der so zombiesk aus. Warte mal, ich versuche mal Kontakt. Ja. Hey, was ist das denn da jetzt? Das sind. Da. Nur 200 Meter. Gehen wir den down? Warte mal, ich leg mich mal eben hin. Guck mal, ob ich ihn dann noch sehen kann. Hab ihn. Gute Arbeit. Oh, Junge, mach das Licht aus! Ich schick dich gleich mitten aufs Airfield, wenn du jetzt nicht sofort das Licht ausmachst. Gut, dass wir einen Charlie haben, hä? Dass wir so dämlich einen Bot haben, der uns die ganze Zeit verrät mit seinem Licht. Wie heißt, wenn wir die Position von dem Typen da oben einnehmen und versuchen, ein bisschen Überblick zu kriegen? Ich weiß gar nicht, ob man auf den Hangar drauf kann normalerweise. War der auf dem Hangar? Ich glaube, der war auf dem Hangar oder auf dem Control Tower dahinter. Neben dem Hangar ist noch irgendeine Basis oder so eine Art. Ja, hier steht ein Tower direkt daneben. Renn mal nicht so schnell. Ah. Alter, was ist das denn? Da sitzt übrigens noch einer drin. Den schnapp ich hier mal. Da sind noch zwei drin. Oh, der Scheiße, der Jeep. Der ist down. Vielleicht hat er auch nur mit seinem Arm rumgewischt. Patrouille kommt Richtung Hangar. Oh, Jeep. Jeep kommt vorbei. Richtung Hangar. Ja, ist gerade hinterm Hangar verschwunden. Wer ist denn da? Da ist kacke Arsch dunkel, okay. Wir sollten an der Position, wo ich jetzt gerade bin, warten, bis der Jeep nochmal vorbeifährt und den Gunner rausschießen. Das dürfte kein Problem sein von hier aus. Wollen wir hier auf den Turm gehen und von da oben versuchen? Dann nimm doch du die Position auf dem Turm ein und ich versuche hier von hier unten. Watch, du kommst nicht mit. Du bleibst da, wo du jetzt bist. Wie zero ich nochmal? Wie kann ich meine Waffe nochmal zeroen? Bild auf, Bild ab. Ah ja, stimmt. Weißt du, wo der Jeep gerade ist? Ich würde jetzt gerne auf den Turm. Ich habe eine Wache ausgeschaltet. Der Jeep ist rechts von meiner Position. Also kannst auf den Turm. Noch eine Wache ausgeschaltet. Kommen noch zwei.
Kontrolle hier ausgeschaltet. Jeep kommt in deine Richtung. Jeep ist hinter dem Hangar verschwunden. Erster Stockwerk des Turms gesichert, gehen in zwei. Hab Sicht auf einen schweren Panzer. Scheint aber nicht besetzt zu sein. Okay, ich habe keine Vision auf den Jeep. Crawler, hörst du mich? Bin gerade beschäftigt, aber ich höre dich. Zweite Ebene gesichert, gehe gleich auf oben drauf. Der Jeep ist an mir vorbei. Ein Jeep kommt in deine Richtung. Jeep steht. Jeep fährt weiter den normalen Kurs. Nur wenn er anhält, kannst du auf ihn schießen. Was ist mit dem Typ in dem Bunker? Hast du den ausgeschaltet? Der auf dem Dach stand? Ja, habe ich ausgeschaltet. Sehr gut. Was mit der Dreierpatrouille? Da habe ich auch keinen Blick drauf. Habe ich auch ausgeschaltet. Nice. Ist nur noch der Jeep übrig anscheinend und irgendwer eventuell da hinten in dem Bunker. Okay, ich versuche den Jeep jetzt unter Beschuss zu nehmen, sobald er anhält. Alles klar, mach ich auch. Ich habe den Beifahrer rausgeschossen. Nice. Jeep fährt aber trotzdem weiter. Absicht, fährt zu dir, aufpassen. Ja, ich ziehe mich zurück. Bot kann jetzt feuern. Also dich erschrecken. Ja, feuerfrei, ich bin weg. Gunner down.
Problem. Good job. Hab Sichtkontakt zum Jeep verloren. Der Jeep steht gerade unter beim Turm. Roger das. Reifen zerschossen, steht. Okay, ich schließe zum Turm oh, auf. Shit, der hat sich auf den, der hat sich auf den Geschützsitz gelegt. Ausgestiegen und zu Fuß. Ah, der hat eine Schrotflinte down. Hab ihn. Good job. Ich komme zum Turm. Okay, bin am Turm. Bin am okay, Turm. Ich höre dich, ich höre dich, ich höre dich. Hier oben ist irgendein Typ, den ich erschossen habe, der war aber Zivilist gekleidet. Kann sein Inventar auch nicht. Ah, irgendwie ist der. Ich glaube, der ist falsch gespawnt oder so. Ich komme jetzt mal wieder runter. Komm runter jetzt. Den Panzer hast du gar nicht gesehen, wa? Den Panzer habe ich vorhin gesehen. Aber der hat keine Hitzesignatur. Also ist der vermutlich aus. Sicherheitshalber würde ich das Ding aber trotzdem gerne mit einer Sprengladung oder zwei hochjagen. Roger das. Ich gebe dir Cover von hier. So, warte mal, Bot. Komm mal her. Okay, ich geh los. Alles soweit clear. Behalte auf jeden Fall das die Dach dieses Bunkers hier irgendwie im Auge. Ich denke, da ist auch noch einer drin, unser Ziel. Verstanden. Ich könnte als Gunner einsteigen. Verstanden. Mach das doch.